Hey da draußen, ich bin's Martin von Männlichkeit stärken und in diesem Video geht's um die Ursachen von frühzeitigem Samenerguss. Was ist also dafür verantwortlich, dass du zu früh kommst? Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Ursachen und ein bisschen was habe ich hier auch geschrieben, aber die häufigste Ursache ist tatsächlich, dass du zu verspannt im Kopf bist. Das heißt, du machst dir zu viele Gedanken darüber, dass du es vielleicht der Frau nicht richtig besorgen kannst, dass dein Schwanz zu klein ist, dass sie noch nicht so jauchzt, wie du es aus dem Pornofilm kennst, dass, ach was weiß ich, irgendwelche krasse Scheiße, die sich hier oben anstaut, also die Erwartung, die du hier hast, die staut sich hier enorm an, die macht sehr viel Spannung in deinem Körper und dein Körper ist clever. Weißt du, dein Körper versucht immer irgendwie wieder ein Mittelmaß einzupegeln. Das heißt, wenn du dich ganz stark anspannst, versucht es sich irgendwie wieder zu entspannen. Und wenn der Druck hier oben so groß ist, dann lässt dein Körper einfach unten mehr Druck ab. Ja? Und schon kommst du. So einfach ist die ganze Nummer. Der Druck hier oben ist zu groß, das Thema lässt du nicht los und du kommst unten. Weil danach bist du entspannt. Danach ist so, oh. Vielleicht denkst du dir trotzdem, oh scheiße, ich habe es ja nicht richtig besorgt und so, dann machst du dir gleich wieder hier oben Druck. Aber das ist ein anderes Thema. Entscheidend ist, Ursache Nummer 1, zu viel Druck im Kopf. Zu viel Druck in der Birne, weil du zu viele Prägungen, zu viele Erwartungen an dich selber legst, die nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, die auch nicht im Kontakt mit der Frau sind. Und durch diesen gesteigerten Druck kommst du. Das heißt, die Lösung des Ganzen, und das schreibe ich hier auch weiter unten, sind ein paar Tricks, wie du mehr Gelassenheit lernst, wie du mehr im Hier und Jetzt ankommst und ja, dadurch auch mehr in den Kontakt mit deinem Körper kommst, mit der Frau, mit der Sexualität, mit dir selber und entspannt an die Sache rangehst. So viel zu dem Thema Ursachen von frühzeitigen Samenerguss. Ich habe noch ein paar weitere in den Blogartikel geschrieben. Genauso auch ein paar Tricks, die dir weiterhelfen. Lies dir durch und wende sie an. Bei mir hat es einen riesen Unterschied gemacht, deswegen habe ich sie hier auch reingeschrieben. Und ich wünsche dir viel Spaß in Zukunft beim Sex haben. Ciao.